Auch wenn es jetzt so ausschaut, aber der Stumpf, bei dem ich das abgeschnitten habe, der war schon entwurzelt. Dürfte erst vor kurzem passiert sein, deswegen ist er auch noch ein bisschen grün und feucht. Ich versuche zu vermeiden, lebendes Holz zu nehmen. Und das ist mir gerade recht gekommen. Er ist nicht exakt gerade, aber das werde ich schon hinkriegen. Da muss man ein bisschen biegen, da muss man ein bisschen biegen, das werden wir schon hinkriegen. Und so vorsichtig wie möglich abtragen. Wenn was weg ist, ist weg. Das kann man immer mehr dazu tun. Das ist wie mit Salzen im Essen. Lieber ein bisschen nachsalzen. Es wird zu viel, weil rauskriegen tust du es nicht mehr. So, Klugscheißmodus wieder austritt. Abtritt. Ja, austritt, genau. Kaum ist der Klugscheißmodus abtritt, sagt man schon austritt. Ich habe meine Handschuhe angezogen, weil es doch schon ein bisschen kalt wird hier. Ich merke gerade, dass ich euch gern gezeigt hätte, die ganzen Äste, die ich schon versucht habe, für den Pfeil auszusuchen. Weil ihr seht jetzt ja nur das Resultat von meiner ganzen Suche. Aber die Suche selber habe ich jetzt gar nicht gefilmt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Auch die Auswahlkriterien für den Bogen. Ob sie immer wieder irgendwelche in Frage kommenden Äste gefunden, aber man dann zum Morsch oder eben Frischholz, also grün. Und ich wollte nicht jedes Mal Kamera auspacken. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wenn nicht, kann ich es jetzt auch nicht ändern. So. Jetzt probieren wir mal richtig biegen. Solange er noch ein bisschen frisch ist, geht es ein bisschen leichter. Das war's, ich muss langsam aufbrechen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber es zieht langsam zu. Den Rest mache ich dann. Feinarbeit. Und der Knick da, der kommt wahrscheinlich eh weg, weil da wird dann die Spitze draus gemacht, wahrscheinlich. Damit es ein bisschen schwerer ist, aber da weiß ich noch nicht, wie ich Spitze machen wird. So für die Geschwinde. Als Federersatz habe ich mir gedacht, nehme ich die zwei Dinge.
Was anderes habe ich jetzt auch nicht gefunden. Die Schwierigkeit wird darin bestehen, ich hoffe, das wird sich da ausgehen, dass man es da rausschneidet. Zwar so. Ich habe vor, dass ich drei Federn machen werde. Und ja, mal schauen, wie es funktioniert. Ich mache das jetzt einfach freihand. Dazu werde ich das einmal wegschneiden. Ja. Das hat den letzten Mal nicht gereinigt. Sehr schlampig. Plan ist es, dass ich drei Federn draus kriege. Mal schauen. Das sollte dann eigentlich circa so sein. Und zwar habe ich vor, am Ende vom Pfeil, also wo die Nocke reinkommt, da so Schlitze reinzumachen. Da längs nach Schlitze, wahrscheinlich mit dem Messer, so dünn wie das Plastik ist. Drei Stück, ich habe vor, drei Federn zu machen. Habe ich vor, so Schlitze zu machen. Und das dann so reinzustecken, und damit es dann hält, das wird jetzt dann noch geschnitten, lasse ich da vorne ein Stückerl stehen und dahinter auch ein Stückerl stehen, wo ich dann, also ich mache es zuerst einmal, dann sieht man das eh. So soll es dann ausschauen. Wo sieht man denn das gescheit? So. Das ist ja sichtfrei. Das ist jetzt ja nicht so richtig schön sauber gemacht. Kann man das gescheit erkennen? Dass ich da so ein Zipfel freilasse und da so ein Zipfel. Das kommt dann in den Schlitz rein und mit dem Paracord gehe ich dann, wenn es im Holz drinnen ist, und rum, um das zu fixieren. Und jetzt muss ich nur mal die dreimal herstellen. So, die drei Teile sind fertig. Das ist so schwierig zum Sehen da. So sieht man es. So genau wie man es halt mit einem Messer hinkriegt. Aber ich habe das eben extra zu Hause gemacht, damit ich den ganzen Plastikmüll da nicht in der Natur liegen lasse. Eh klar. Ja, das sind einmal die Ersatzfedern oder Federn. Das eine Stück hebe ich mir noch auf, falls irgendwo schief gehen sollte. Da kommt dann die Nocke rein. Schaut aus wie eine Spargelspitze. Ich mache das wirklich ganz ohne irgendeinen Druck. Also ich bewege wirklich nur die Säge hin und her.
Rest werde ich feilen. Ich glaube, weiter werde ich mich vorerst einmal nicht trauen. Aber das sollte jetzt schon mal reichen. Ein bisschen sauber ausarbeiten noch. Da kommen dann die Federn rein. Das wird sowieso noch eine Aufgabe, da einen richtig schönen geraden Schnitt drin machen, dreimal. Und die Wickelung mit dem Paracord innen, also mit den Sehnen innen. Dann werde ich hinten und vorne eine Wickelung machen. Ja. Ich bin schon neugierig, ob der Pfeil überhaupt was aushält. Weil hat er da so kleine Astschwächen, ne? Vor allem diese da ist ein bisschen scheinbar durchgehend. Und da eine Aststelle, da und da. Ich bin nur neugierig. Jetzt die Feinarbeiten, dass es schön glatt ist. Jetzt ist es wichtig, dass man im rechten Winkel zur Nocke auf der Außenseite eine Markierung machen. Da kommt nämlich unsere erste Feder hin. Da kommt dann unsere erste. So. Das ist die Markierung für die erste Feder. Und die anderen zwei kommen dann eine da, ja. Eine da. Und dann nicht da. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu dritteln, aber vom Feeling her müsste jetzt da eine sein und da eine sein. Ich hoffe, das passt jetzt. So. So, na.
so gut wie getrickelt. So, nächster Schritt ist dann, dass ich die Markierungen an Schlitz setze. Dafür ist es echt geil geeignet. Wickeln. So, am Schluss verknoten. Thank you.
Scheiße. Der sitzt ein bisschen locker. Aber sollte hoffentlich zumindest einen Schuss schaffen. Also ich glaube nicht, dass ich das noch einmal so auf die Art machen werde. Aber mal schauen. Jetzt muss ich das noch mal abschneiden. Noch mal verknoten. Aber das mache ich jetzt ohne Kamera. So, ich habe es jetzt leicht noch ein bisschen mit dem Feuerzeug angekokelt. Nicht überall, aber so ein bisschen, dass das so... Ich hoffe, dass es ein bisschen verschmolzen ist. Auf beiden Stellen. Das da macht mir ein bisschen Sorgen. Das ist ein bisschen locker. Ich traue mich gar nicht dran ziehen, weil sonst wieder heraus ist. Und das war schon ein ziemliches Herumgefummel. Ich habe eigentlich vorgehabt, das Ganze noch einzuschneiden. So ganz leicht. Das so federartig ist. Aber ich würde mich jetzt auch nicht trauen, da einzuschneiden und das nochmal in der Mitte zu fixieren, obwohl ich das für eine gute Idee halten würde. Bin mir nicht sicher. Aber ansonsten ist ganz gut gelungen, finde ich. So wird er dann eingespannt. Die Feder ist, die im rechten Winkel dazu steht. Die zwei gingen dann am Bogen entlang. Ja, ich bin schon neugierig. Jetzt muss nur mehr die Spitze gemacht werden. So, ich Superprofi habe natürlich übersehen, dass ich die Aufnahme zweimal drückt habe und deswegen nicht aufgenommen hat. Somit hat man nicht gesehen, wie ich die Spitze geschnitzt habe. Aber so schaut es jetzt aus. Und der Pfeil ist fertig. So, kleine Änderung. Die andere Variante war einfach zu instabil und zu filigran. Das ist jetzt dickeres Material, das sitzt fest. Mit derselben Methode habe ich das jetzt raufgetan und jetzt bin ich guter Dinge. Ist genauso, hoppala, ist genauso schön aufteilt, eh klar. Ich habe die Schlitze von da bis daher verlängern müssen, weil sie natürlich ein bisschen größer sind, weil die anderen waren ja nur so kurz. Ich habe da ein bisschen eine Schräge reingeben und das ist auf jeden Fall ein wesentlich stabileres Material. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden, es einzuschneiden. Ob es wirklich funktioniert, wird sich erst der Test erweisen beim ersten Schuss. Jetzt ist er wirklich fertig, der Pfeil. Schaut ein bisschen komisch aus jetzt, aber ich bin zufrieden damit.